Darf ich noch? Komm, ich mach mal was ganz Mutiges. Ich lasse ja sonst eigentlich keinen reden, wo ich nicht weiß, was er sagen will. Aber komm doch mal her hier. Und wir haben ja immer noch die Macht übers Mikrofon. Also sei anständig, mein Lieber. Ja, mein Name ist Edmund Straßenbach und es sieht toll aus von hier oben. Hat der Pop auch schon bemerkt. Aber das ist nicht alles, was ich zu sagen habe. Ich bin schon sehr lange in Berlin. Soweit, besser? Also ich bin schon sehr, sehr lange in Berlin. Und ich war hier schon zur Demonstration, als es um den Vietnamkrieg gab. Da habe ich gelernt. Ja, danke schön. Aber da habe ich auf jeden Fall gelernt, dass das Wort Widerstand auf jeden Fall sehr zweischneidig ist. Und deswegen möchte ich auf jeden Fall den Lars und seine Initiative hier sehr unterstützen zum Thema Friedensbewegung. Ich glaube persönlich zutiefst, dass jeder Mensch das Recht hat, sein Leben in eigener Verantwortung und in Liebe zu gestalten und dass es keine Macht der Welt gibt, die ihn daran behindern dürfte, sollte. Ich habe in meiner eigenen jüngeren Vergangenheit festgestellt, dass ich mein Leben nicht in Freiheit und in Liebe gestalten kann. Und deswegen bin ich zu einem ganz bestimmten Schluss gekommen und den möchte ich euch gerne erzählen. Ein Schlüsselereignis für mich war eine Demonstration zum Thema Atomkraft in Goerleben. Ich bin da hingefahren, weil ich als Physiker, als ausgebildeter Physiker, auch meine ganz, ganz großen Zweifel habe, ob diese Atomkraft für uns kleine Leute, nicht für die Industrie, aber für uns kleine Leute wirklich Sinn macht. Und ich habe ganz, ganz viele frustrierende Erfahrungen dort gemacht. Ich habe Ableger von Parteien gesehen, die auf Stimmfang gehen. Ich habe Organisationen gesehen, die ganz normale Demonstranten verheizen, indem sie 3 Tage lang bei 20 Grad minus auf die Straße setzen. Und wenn der Castor dann tatsächlich kommt, sind die so kaputt und müde, dass sie ganz freiwillig wieder gehen. Also die Erfahrung für mich war im Wesentlichen ganz, ganz schwierig. Ich habe sogar mit ganz, ganz vielen Einheimischen gesprochen. Leute, die da ihren Hof haben, die ihre Kinder da großziehen, na, die da seit Generationen leben, die da Lebensmittel anbauen. Und auch die haben gesagt, ja, wir können doch nicht gegen diesen Staat aufstehen, wir können nicht gegen diese Ordnung aufstehen, weil die brauchen wir noch. Die haben auch an der Stelle, glaube ich, einfach noch nicht verstanden, wie tief und wie weitreichend diese ganze Institution ist. Der Lars hat immer wieder gesagt, guckt euch das Federal Reserve an. Und genauso wie das Federal Reserve stecken wir hier bei uns auch in dem gleichen Problem drin. Ganz tief. Und dann gab es ein Ereignis, das mich richtig, richtig, richtig bewegt hat. Ich stand dann relativ nah bei dem anrückenden Castor an einer Gruppe von, ich sag jetzt mal, Sicherheitskräften. Ja? Es war gerade nichts los, die haben da gestanden, haben gedacht, die unterhalten sich unter sich. Und jetzt ratet mal, worüber die sich unterhalten haben. Ihr werdet es nicht glauben, aber die haben sich unterhalten darüber, was sie an dem Wochenende verdienen. Ja, was sie zusätzlich verdienen, was sie für Sonderschichten, für Geld kriegen und all diese Dinge. Und da habe ich bei mir gedacht, so, mein Lieber, hier triffst du eine Entscheidung. Mein Kampf gegen das System und gegen vor allen Dingen das Wirtschaftssystem ist der, ich entziehe diesem System meine Unterstützung in Form von Geld. Ja, ich habe die Entscheidung getroffen. Ich habe die Entscheidung getroffen, keine Steuern mehr zu zahlen. Ich zahle jetzt seit 8 Jahren keine Einkommensteuer mehr. Ich bin freiberuflich tätig. Ich zahle auch keine Mehrwertsteuer mehr. Ich stelle meine Rechnung ohne Mehrwertsteuer. Und es gibt Leute, die das nicht begriffen haben und mir immer noch Mehrwertsteuer bezahlen. Die führe ich ab an gemeinnützige Organisationen.
Und es gibt aber auch Leute, die das begriffen haben und tatsächlich meine Rechnung bezahlen ohne Mehrwertsteuer. Ja? Ich kann euch sagen dazu, ich habe inzwischen 1-2 Prozesse verloren deswegen, zwangsläufig musste ich verlieren, weil das System sonst nicht mehr existieren würde. Ja, ich kann euch sagen, ich bin deswegen schon einige Tage in der Strafvollzugsanstalt in Vulko gewesen. Ich habe mir einen Spaß daraus gemacht, ich habe mich da hinfahren lassen. Ich habe die Jungs beobachtet, die da rumlaufen für 3 Tage und habe festgestellt, das sind ja keine Verbrecher. Die sitzen da auch nur wegen ein paar Gründen. Die sitzen da, weil sie ihre Miete nicht mehr bezahlen können. Aber ich lebe noch. Ja, ich wehre mich und ich lebe noch und ich bin ganz, ganz sicher, dass ich weiter existieren werde, obwohl ich diese Entscheidung getroffen habe. Und deswegen kann ich euch nur sagen, wenn ihr in dieses System schaut, ihr werdet es immer mit Leuten zu tun haben, die dieses System vertreten. Das Wirtschaftssystem, das politische System. Aber macht euch keine Angst darum, die sind nur bezahlt. Wenn ihr ihnen das Geld entzieht, dann hauen die einfach ab, die verschwinden. Ja, die gehen einfach nach Hause, die kommen einfach nicht. Und was ihr tun könnt, ganz was Einfaches. Kommt hierher, obwohl ihr nicht bezahlt werdet. Kommt hierher und pflegt eure Leidenschaften. Ja? Pflegt eure Leidenschaften, ihr tut es, weil ihr wisst, dass das, was ihr macht, richtig ist. Weil ihr es für euch und eure Kinder braucht. Weil ihr den Frieden wollt, dauerhaft und langfristig. Und auch vor dieses System diesen Frieden weder dauerhaft noch langfristig für euch garantieren kann. Pflegt eure Leidenschaft und entzieht ihnen das Geld. Danke. Vielen Dank.